Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girlie-Tame und hallo zu einem neuen Video. Und da zeige ich dir Dinge, die ich jetzt eingekauft habe, die ich für meine Videos demnächst brauche. Dafür habe ich schon ein eigenes Videoprojekt geplant. Ich muss an diesem Pferd noch ein paar Sachen verändern. Das werde ich dir aber auch alles dann auf meinem Hauptkanal dann zeigen, hier auf YouTube. Habe jetzt dieses Pferd gekauft. Es ist jetzt hier kein Original-Barbie-Pferd, weil ist das in dieser Farbe habe ich noch nicht gesehen. Und nachdem es kein Original-Barbie-Pferd ist, war es auch günstiger. Also ich habe dafür dann 8 € ausgegeben. In Österreich ist es immer so ein bisschen teurer. Und habe das bei, ich glaube, Teddy oder so gekauft, wo man halt viel so Dekokrams und sowas findet. Ja, so schaut's aus. Und ich habe ja auch schon mal so ein Video gemacht mit einer Barbie und Pferd und sowas. Vielleicht könnte das so in die Richtung gehen, wo ich so ein Lookalike gemacht habe. Ob das bei dem Pferd jetzt nochmal so sein wird, das zeige ich dir demnächst auf meinem YouTube-Kanal. Dann habe ich so hier einen mega schönen Adventkalender von meiner Arbeit bekommen. Das ist mein Arbeitskollege, mit dem ich jeden Tag in der Früh moderiere. And that's me. Ist schon ein bisschen ein älteres Foto, glaube ich. Also ich glaube, das ist jetzt schon, es war, glaube ich, noch kurz vor der Pandemie. Und wir haben einen Adventkalender mit unserem Foto da geschenkt bekommen. Ich glaube nicht, dass man den kaufen kann. Also ich habe den einfach jetzt so for free bekommen. Ich glaube nicht, dass es den irgendwo zu kaufen gibt. Deswegen, ich freue mich sehr darüber. Vielen Dank an meine Arbeit, dass ich diesen Adventkalender geschenkt bekommen habe. Ich liebe Adventkalender. Dann habe ich mir diese Fließdecke gekauft. Diese Fließdecke ist sehr praktisch, weil A, günstig. Ich habe dafür 3,50 € ausgegeben. Und ich brauche diese Fließdecke, um die zu dekorieren. Und zwar, du hörst das, ist mega laut. Damit möchte ich diese Fließdecke dekorieren. Ich habe das Teil für 10 € gekauft. Das hier. Das muss man umdrehen, glaube ich. So. Schau mal. Und dann hat man hier schon so ein bisschen Deko da dran. Das habe ich einfach schon so fix und fertig gekauft. Da ist jetzt auch hier so ein Draht dabei. Man könnte das auch hier so als mega günstigen Adventkranz für so Pferdefotoshootings nehmen. Das habe ich beim Primark mitgenommen. Das fand ich eigentlich ganz cool. Dekomäßig haben die ganz gute Sachen. Also für 10 € ist man da schon dabei. Und ich möchte gerne diese rote Fließdecke damit schmücken. Die brauche ich nämlich auch für ein Video. Video habe ich geplant, filme ich jetzt dann demnächst auch. Wird, glaube ich, ganz, ganz lustig. Ich wollte eigentlich eine rote Abschwitzdecke haben, aber die war mir dann zu teuer, weil Rot ist jetzt nicht so meine Farbe. Dachte ich mir so, ich nehme jetzt so eine günstige Fließdecke mit und pimpe die jetzt für ein Video damit, dass ich das hier irgendwie so anbringe oder sowas hätte ich geplant. Muss ich mal sehen. Also das wäre auf jeden Fall jetzt hier noch auf meiner To-Do-Liste. Also ein bisschen was Weihnachtliches zu machen. Und weihnachtlich, ich muss mir sauber machen. Hier sieht es automatisch aus, wenn man das hier diese Weihnachtsdeko-Sachen machen automatisch hier mega Schmutz. Weihnachtlich geht es auch weiter. Ich habe mir hier so einen Keksausstecher gekauft für auch sogar auch in Österreich 1 €. Normalerweise ist es in Österreich immer irgendwie teurer mit Pferdemuster. Ich bin sehr gespannt, ob das hier dann auch hält, weil diese Stelle ist sehr, sehr dünn. Ich mache normalerweise nie Kekse, aber ich fand den so cool, dass ich das irgendwie unbedingt auch mitnehmen musste. Dann habe ich was mitgenommen, was ich auch sehr, sehr schön finde, zum selber basteln, ganz cool. Und zwar, wenn du, das kann man hier so aufhängen und da ist auch so ein Lichtschalter, das heißt, den kann man dann auch an- und ausmachen. Warte mal, ich mache mal hier ganz kurz diesen Batterieschutz da weg. So, und jetzt müsste das Licht eigentlich gehen. Da oben schaltet man es ein. Tada! Und das kann man dann natürlich dann woanders hingeben, diesen Schalter da, damit das jetzt hier nicht so einfach so drüber hängt. Habe ich auch bei Teddy gekauft und dann kannst du dir zum Beispiel jetzt da eine Pferdefigur hergeben. Warte mal ganz kurz. Zum Beispiel nimmt man die Dickeline, die Eskader, als Schleichfigur beispielsweise. Und dann kann man die ja da irgendwie befestigen an diesem Teil. Und dann könnte man das natürlich jetzt ohne Verpackung aufhängen. Es wäre doch jetzt nicht so hässlich, oder? Was sagst du dazu? Ich packe das jetzt hier mal gleich aus. Machen wir hier mal schnell so ein Live-Do-It-Yourself. Also ich habe das im Geschäft gesehen, fand das ganz cool. Schau mal, und da ist ja auch bei der Verpackung, sind da jetzt hier so transparente Teile da dabei. Die könnte man ja automatisch dann auch gleich eigentlich einbauen.
könnte man eigentlich auch gleich verwenden, weil die auch so leicht aus Draht sind. Die Verpackung kennst du sicher. Könnte man schauen. Ach, das macht ja überhaupt keinen Schmutz hier. Oh mein Gott. So. Wie hängt man das am besten auf? Wahrscheinlich, dass die Fernbedienung unten ist. Denke ich mal. Dann könnte man die Fernbedienung auch dann mit dem Pferd so ein bisschen verdecken. Denke ich mal. Ich muss mal schauen, wie wir das da am besten anbringen. Die Fernbedienung schaut jetzt ja nicht so cool aus. Hier ist noch ein bisschen Verpackungsding dran. Das könnte man auch damit dann auch irgendwie umschlingen. Und das dann aufhängen wäre schon ganz cool, oder? Also ich glaube nicht, dass es jetzt so schlecht aussehen würde. Ich habe das im Geschäft gesehen und fand das eigentlich ganz cool. Deswegen wollte ich das unbedingt ausprobieren. Ich habe jetzt nicht geplant, das jetzt hier so live gleich zu testen. Aber ich dachte, das ist okay, egal. Machen wir das doch einfach. Und jetzt versuchen wir mal das damit. Ob das hält, schauen wir mal. Du weißt, bei meinen Do-it-yourself ist immer ein kleiner Fail dabei. Upsi. Und es war super günstig. Ich meine, ich habe dafür 3 Euro ausgegeben. Wenn du jetzt noch so eine Pferdefigur hast, dann schaut das definitiv schon teurer aus. Also, und ich finde, so eine Pferdefigur findet man schnell irgendwo. Oh, da kriegt man dann auch oft Weihnachten geschenkt. Und wenn man dann vor allem eine Pferdefigur von seinem Lieblingspferd hat. So, jetzt Gali, du musst jetzt oben bleiben, okay? Nicht runterkippen. So, das Vorderbein muss ich ein bisschen mehr reinquetschen, damit sie noch mehr Halt hat. So, hält das? Okay, sie kippt leicht, schau mal. Aber wenn das jetzt hier so an einer Wand wäre, so, und sie sich so ein bisschen an die Wand lehnen könnte, finde ich, ist das Ganze jetzt nicht so schlecht. Dann hat man hier noch so eine Pferdefigur dabei. Also stell dir jetzt einfach meine Hand so als Wand vor, so. Not bad. So als kleine Weihnachtspferdedekoration hätten wir jetzt mal das. Aber es geht natürlich mega weihnachtlich weiter. Und zwar hier mit einer Kiste voller Dinge, die ich dir auf jeden Fall in meinem Video noch zeigen möchte. Hier haben wir mehrere von diesen Hüten. Und da überlege ich schon, wie ich das dann in meinem Video dann machen soll. Dann haben wir hier auch so einige von diesen Socken, wo man da Sachen reinpacken kann. Ich merke schon mehrere. Und dann haben wir massig an Haarreifen. Hier, falls eins meiner Pferde Rudolf the Red-Nosed Reindeer sein möchte. Dann einmal Weihnachtsmann. Dann habe ich schon gesagt, dass wir hier noch ein paar Mützen haben. Dann hier noch so eine Mütze als Haarreifen. Dann nochmal eine Mütze. Das müssen meine Ponys tragen, bitte. Dann das nochmal in klein, bitte. Wie viele Glöckchen sind da dabei? Das finde ich mega schön. So richtig Lady. Dann hatten wir, glaube ich, schon mal, aber schaut echt ganz lustig aus. Dann haben wir hier nochmal ein Rentier. Also ich glaube, das wird ein lustiges Video. Ich weiß ja nicht genau, wie ich das machen werde. Ich sollte mir das mal überlegen. Aber ich habe auf jeden Fall schon ein bisschen Weihnachtsdeko. Ich muss mal schauen, wie ich das irgendwie unterbringe. Und das Coole ist, dass ich dann auch so kleine Sachen nochmal hier für die Halfte zum Beispiel zum Anstecken habe. Das oder hier solche Rentieröhrchen, die man eigentlich dann so auch in die Mähne hineinklippen könnte. Siehst du das? Das, oh, da ist ja noch so viel Zeugs drin in dieser Kiste. Das ist schon sehr lustig, was man da alles da noch findet. Ich werde auf jeden Fall mal probieren, was ich zustande bringe. Ich weiß, dass so Weihnachtsvideos und sowas nicht so häufig angeschaut werden wie andere Videos, aber vielleicht bist du da diesmal dabei und schaust dir das an. Ich habe noch maximal viele Weihnachtsgeschenke dabei. Da sind noch ein paar, dann hier noch so ein paar Tüten. Also es ist auf jeden Fall einiges vorbereitet. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich hoffe, du bist dabei auf meinem Hauptkanal. Video gibt es demnächst da auf Anita Girlie Themand. Ich verlinke dir da jetzt noch 2 weitere Videos. Kostenlos abonnieren nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüssi.